Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Schön auf Like! Hier waren wir letzte Folge und hier machen wir natürlich direkt weiter! Sorry, ich bin gerade etwas überdreht. Ich habe gerade etwas erfahren und deswegen habe ich gute Laune, aber das. Alter, wie groß bist du denn bitte? Krass! Das Ding wird. Die Musik ist übel, Alter. Das Ding wird mir wahrscheinlich übel eine reinpfeffern, oder? So, erstmal dich wegmachen. Oh, 70 Schaden! Ich habe ja die nochmal geskillt. Diesen Hieb. Falls ihr euch erinnert, ich bin ja letzte Folge kurz vorher nochmal. Schaffe ich das? Level up geworden? Nee, schaffe ich nicht. War ja klar. Nein! Nein, ich hätte ihn angreifen müssen. Das wird übel. Egal. Machen wir jetzt den Hund weiter weg. 37 Schaden. Junge, Junge. So, jetzt muss ich dich nochmal anleuchten. Damit sie halt in der. Nein, warum? Shit! Da ist die Dings auf einmal weg gewesen. Oh, warte. Ich muss mit Aurora schneller sein. Komm, Aurora, du schaffst es! Du schaffst es! Nice, in der Vorbereitung. Ich denke mal, Rubella. Nee, ist nicht schneller. Zurückgesetzt. Puh. Nein, nicht zurückgesetzt. Unterbrochen einfach nur. Alter. Hätte ich gewusst, dass das Ding so krass übel ist, Alter, dann hätte ich es natürlich nicht angegriffen. Nein, natürlich will er die EP haben. Unterbrochen. Nice. Da wollte ich's. Gleich habe ich keine Dings mehr. Bitte halt durch! Bitte halt durch! So, erst schnell Wünsche einsammeln. Ich will alles, danke. So, weiter beleuchten. Los, Rubella. Setz es. Nee, ja, nicht zu. Einfach nur unterbrechen, genau. Nicht zurücksetzen, unterbrechen. So, lass es gleich wieder unterbrechen. Passt eigentlich ziemlich gut mit Rubella. Rubella ist wieder schneller, ne? Ja, nice. Nice. Aber. Ich krieg's nicht down. Wieder unterbrochen. Nice. Und down. Oh. Wieder 3100 EP. Das war Hammer. Verteidigungssternstaub. Aha. Aha. Sieh an. Dieser Sternstaub. Aurora Borealis. Us. Irgendwas bei Uplay gerade freigeschaltet. Ihr seht das ja auch immer alles, wenn ich hier was freischalte. Oh, hier oben ist nichts mehr, oder was? Okay, die sind wir mal wieder runter. Hä? Ah, hier ist gar nichts, oder? Gar nichts weiter. Das ist nur dieser krasse Bosskampf hier gewesen. Oder geht's jetzt hier rechts weiter? Nee, geht's auch nicht. Bin ich blöd? Geht's hier unten irgendwo weiter? Kann halt auch nicht weiter drücken oder so? Nö. Es war nur dieser eine Kampf hier, war wohl so ein versteckter Ort. Gut, dann muss ich halt hier unten gucken, wie ich hier weiterkomme. Weil hier war ja Schluss, die letzte Folge. Und ich dachte, da oben geht's halt weiter, aber. Gut. Hier geht's auch nicht weiter. Hier haben wir die Truhen aufgemacht. Ich dachte, weil hier halt die Krone. Hier, ja, nee, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's ja nur wieder hoch, ne? Okay. Dann geh wieder runter. Aber. Oh, ihr durchfiemeln. Ah. Mach ich natürlich echt gut. Aber. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Warte mal, ich bin von hier gekommen, ne? Genau, da müssen wir jetzt hier runter. Also, es muss ja dann hier runter gehen. Das ist eine Spinne. Shit. Okay. Zerschmettern wir. Warte mal, die Spinne. Ah, wen können wir? Ja, die Frage ist, kommst du noch vorher rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Also es ist scheißegal, wenn ich hier eigentlich angreife. So, Aurora kann aber irgendwen unterbrechen. Machen wir mal die Spinne. Bam! So, die Spinne kommt nicht ran. Jetzt müssen wir die einmal beleuchten.
und unterbrechen. Weil die anderen, die machen erst nicht so viel Schaden, denke ich. Macht schon wieder Tempo erhöht. Ja, warum auch nicht? Ist ja egal. Oh, ich sehe jetzt gerade mal, Rubella hat 181 Leben. Hammer. Ja, du gehst mal da hoch. So, kommst du noch rein? Ja, nice. Und tschüss. Na, okay. Mit tschüss dachte ich jetzt eigentlich nur, dass du halt unterbrochen wirst. Oh, ich werde angegriffen. Aber das macht nichts. So. Auch Aurora ist wieder fast voll. Finde ich schön. Ich habe schon wieder vergessen. Das waren ja drei Monster, sag ich mal. Drei Viecher hier. Schon wieder vergessen, einfach Hieb alle zu machen. Ich vergesse das immer und immer wieder. So, jeweils eine Stufe. Ah, das. Ich können wir nicht. Ah, guck mal. Also, hier sind zwar noch Skills. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 weitere Skills. Aber das können wir nicht weiter skillen. Also müssen wir erstmal in eine andere Richtung weiter skillen gleich. Wird wahrscheinlich Gegenangriff. 20%ige Chance, bei einem erlittenen Angriff mit einem Gegenangriff auf eine dunkle Kreatur zu reagieren. Dies ist eine passive Fertigkeit. Ja, nice. Was haben wir hier noch? Ah, langweilig. Erhöht 4 Runden lang den Schaden um 25%. Gegen Bossfights ist es natürlich hammergeil. Um 35%. Ich glaube, ich werde in die Richtung hier wohl. Erhöht die Magie. Magie ist das nicht so geil. Ah, das mit dem Gegenangriff ist natürlich auch sehr nice, ne? Was haben wir hier? 10? Oh, hier haben wir die 10%ige Chance. Das ist der Lichtstrahl. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden bei Aurora, was ich jetzt hier skillen will. Das ist, schwierig. Ich meine, skillen wir wahrscheinlich alles. Ich kann auch so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das sind nochmal weitere 17 Level. Wir sind gerade mal 15 geworden. Ja, das ist, okay. So, und hier, Magieresistenz. Also, Rubella ist schon krasser Tank. Ah, warte mal, hier fängt es an. Hier haben wir nochmal die Verteidigung. Was werden wir hier skillen? Bietet eine Chance von 30%, 73 Leben zu heilen, wenn die LP unter 40% fallen. Einfach so? Einfach so? Ohne weiteres? Ist das denn auch eine passive Fähigkeit, oder was? Muss ich hier einmal komplett rumskillen. Ist es dann auch hier eine? Ne, reduziert den Schaden durch Angriffe um 60% und erhöht in der. Achso, das ist Verteidigen. Hier haben wir die. Ah, hier die Konterheilung. Wenn unter 30% fällt, und was war hier? Unter 40%. Krass. Ja, ist ja. Weiß nicht. Ich glaube, ich werde hier, glaube ich, dann weiter skillen. Stärke auch noch erhöht. Ist auch nicht schlecht. Oh, Wiederbelebung. Ja, ich werde. Also bei Rubella weiß ich auf jeden Fall, wo ich weiter skillen werde. So, hier und, guck mal hier. Ich wollte fragen, ob hier unten auch noch was ist. Aber ja. Haben wir noch eine Kiste. Wie viele? Kann ich das nochmal sehen? Ja, hier auf der Karte Lemurias, ne? Ah, doch nicht. 21 Kisten, aber hatten wir nicht erst eben noch einen Sternstaub bekommen von dem einen Vieh da oben? Jetzt hätten wir doch 3 haben müssen, oder? Oder ist das nur. Ach so, das ist nur Mathildes Wald. Mit dem Thron und Sternstaub. Altes Kloster wiederum wird es wahrscheinlich wieder anderes Zeugs geben, ne? Und bei Rambat-Ebenen oder Rombat-Ebenen, wie auch immer das man aussprechen möchte, wird es wahrscheinlich nochmal irgendwie 70 Kisten geben oder so. Also, okay, dann kann ich ja hier auf jeden Fall krass suchen. Wird man wahrscheinlich dann irgendwie so ein Rock-Trove. Oh, was bist du denn? Bekenntnis Nummer 8. Okay. Liebe verfliegt mit all dem Zauber der Nacht, die offene Hand im Kerzenschein fleht. Ich lehn ab, des Doktors Feuer vergeht. Zar und Prinz haben mir den Hof gemacht. Am Morgen die Sorge wieder erwacht, die Zeit gnadenlos im Winde verweht. Das Geheimnis pressiert, bald ist zu spät. Lemurias Sturz nicht zum Stehen gebracht. Doch auch der Tag hat Schatten, finstere Ecken. Geheimnis verkennt, wer's nicht will entdecken. Der Uhrmacher der Zillstand gebahrt. Zitternd griff der Herzog die Hand zu klein, ein Tanz bannte das Licht. Nacht kehrte ein, dein Schatten verdunkelt das Morgenrot. Ah, ich weiß auch nicht ganz, wie ich das immer betonen soll. Ich hoffe, ich
verkackst hier nicht zu sehr. Oh, eine Kiste. Mit dem ganzen Vorlesen immer. So. Oh, aua. Tut da weh, Mann. Tut da weh. Aua. Ich sehe, das sind wir erst zu spät. So, 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 so. Oh, was ist denn hier? Will ich das? Bin mir nicht sicher. Kann man hier oben noch irgendwas machen? Tue ich mir doch weh, glaube ich. Es geht hier noch weiter, ne? Also, werde ich da einmal kurz Viereck drücken? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient er eins als eine Art Zeichen. Kann man... Hier, komm mal her, Blümchen. Kann man da drin leuchten oder so? Leuchten kann man auch nicht. Okay, wiederholt sich nur der Text. Was haben wir hier? Schild. Links in das Dorf der Kapi... Oh, ein Dorf. Interagieren wir mal wieder mit ein paar anderen. Oh, Ignukulus, komm geschwind. Tiefer als tief komme ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohen such ich noch immer. Der tiefe, dunkle Brunnen. Oh, endlich kommen wir mal im vierten Arc an. Also im vierten Arc. Hallo, auf lange Reise ich mich befind. Verlassen, wo die wohl alle sind. Ja, das wüsste ich auch gern. Oh, man kann mit die sprechen. Kra? Erst sprechen die, weißt du, und jetzt benehmen sie sich wie stinknormale Vögel. Kra. Wollen wir mit dir reden? Hallo? Kra, kra. Okay, gehen wir mal ins Haus rein. Oh, ist das nicht schön? Das sieht einfach so schön aus. Ja, oh, eine Kiste. Ja, wer auch immer diesem Haus gehört, ist ja, jetzt gehört sie nicht mehr. Das gehört alles mir hier. Hier scheint wohl nicht mehr zu sein. Gehen wir wieder raus. Aber gut zu wissen, dass in Häusern auch Kisten sein können. Hui! Oh, können wir hier nochmal kurz... Ja, Glühwürmchen. Glühwürmchen ist ziemlich schwer zu steuern. Ey. Ach so. Haben wir alles? Oh, was hier? Kra-Kra wieder? Ja, war ja klar. Kra-Kra war ja klar. Entschuldigung. Der war schlecht. Oh, in eine Truhe. Hui! Ja, ja. Tut mir leid. Wollte ich nicht erschrecken. So, hier noch unten irgendwas? Dun, 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 dun. Ne, hier scheint sonst nichts zu sein. Aber es scheint schon etwas länger verlassen, ne? Oder sind das einfach nur Kräuter, die absichtlich hier aufgehängt werden? So hat man das ja im alten Mittelalter gemacht, wegen Heilkräuter und so. Und es sieht halt sehr mittelalterlich aus. Mittelalterlich? Naja, ihr wisst, was ich meine. Oh, kommt man schon raus jetzt hier aus dem Dorf? Das will ich aber nicht. Ich will jetzt hier noch ein bisschen gucken. KKK, redet doch mal jemand mit mir. Ich fühle mich ganz schön ignoriert. Eben haben die noch gelabert. Okay. Da geht's nur. Na, weiter. Jetzt nehmen wir mal kurz dashen hier. Dashen. Okay, hier ist nur die zwei Häuser. Das nennt man Dorf, Alter. Zwei Häuser, Dorf. Krasses Dorf. Okay, hier kommt man nicht weiter. Kommt man hier weiter? Ja, hier kommt man weiter. Ah, okay. Gut. Ja, ich habe nichts gesagt. Sind wohl doch mehr als zwei Häuser. Was bist denn du? Das will ich nicht ansprechen. Das sieht mir... Hickhick. Ach so, daneben. Da links. Ich spreche das an, höre so ein Froschgeräusch. Kann ich mit dir reden? Frosch? Ey, Frog. Ring-ding-ding-ding-ding. Entschuldigung. Kennt noch jemand den Crazy Frog? Wie die ganzen Vögel hier einfach besoffen sind. Was ist hier los, Alter? Vor allem noch die Buddel in der Hand, Alter, und liegt hier. Hier oben irgendwas? Nein. Kann man mit dir reden? Hickhick? Hickhick? Sag alle Hickhick, ne? Ne, hack, hack. Oh Mann. Gut, hier ist nichts drin, gehen wir wieder raus. Was ist hier noch so? Noch ein Häusler. Als ob hier unterrichtet wird. Ach, wie cool. Da kann man sich hier eine Melodie draus machen. Aber da ich musikalisch nicht begabt bin, oder nicht mehr, sag ich mal, ich habe ja damals Keyboard gespielt und so einen Scheiß, aber da habe ich halt auch nur die Noten auswendig gelernt und dann einfach dahin geklimpert. Also hier war ich schon drinne. Ah, GG Doki, ne? Du und dein kurzes Gedächtnis. Okay, quatschen wir die alte Mann. Also ein Alter. Entschuldigung. Entschuldigt, Herr, habt ihr Sonne oder Mond in diesem Brunnen? Hurra, Prinzessin, ihr seid da. Nicht doch, seht ihr denn nicht? Ach nee,
allein ich wieder bin, was? Ach nee, allein ich wieder bin. Fuchs, da steht Fuchs. Warte mal. Er sagt, hurra, Prinzessin, ihr seid da. Sie sagt, nicht doch, seht ihr denn nicht? Aber sie ist doch eine Prinzessin, oder nicht? Ach nee, allein ich wieder bin. Ich, zacken die ganze Berliner, ne? Ich, Alter, ich, Jeros Vater und ich sein Zauberer. Bewahren dit Dorf vor Ungemach. Ja, sag doch, also es ist doch der Berliner Dialekt, oder? Vorräte auffüllen wollte ich nur. Verließ den Ort an diesem Tag. Zack, ein Vogel hat die dunkle Königin mein Volk verwandelt. Ach so. Nur das Wasser der Lethe sie jetzt noch heilen kann. Nur das Wasser der Lethe sie jetzt noch heilen kann, okay. Dorthin zu gehen wäre gut gehandelt. Jedoch die Angst hat... Armer Mann. Der Brunnen führt sich... Was führt sicher nicht tief hinein. Los, Finn. Spring rein. Wer ist Finn? Finn in Not. Alles klar. Bekenntnisse oder was? Ne, wo haben wir das? Hä? Wo soll das jetzt drin sein? Inventar? Ah, hier unten. Okay, hilf Finn, den Quell der Lethe zu finden, um die Kapilli von ihrem Fluch zu entbinden. Alles klar, das sind einfach keine Krähen, das sind einfach nur verfluchte Dorfbewohner, die halt... Na, hast gedacht, ne? Achso, das ist gar kein Monster. Alles klar. Die verwandelt wurden und die ich jetzt zurückfahren... zurückverwandeln darf. Sind die alle aus Holz hier? Aber der wird mir... Das wird mir wehtun? Bin mir nicht sicher. Wir werden wahrscheinlich erstmal... Oha, 59 Schaden mittlerweile. Macht gut Damage mittlerweile. Jo, GG. Der lässt sich nicht beleuchten. 27 Schaden. Ist schon ziemlich heftig, Junge. Entspann ihn mal. Was? Ein Konterangriff. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also ich weiß natürlich, dass es möglich ist, weil ich ja mittlerweile... Alter. Hast du eine hundertprozentige Chance, Konterangriffe zu machen, oder was? Spann ihn mal hier. Jo, Alter. Er macht jetzt jedes Mal einen Konterangriff. Jetzt stirb! Jo. Wahrscheinlich muss man bei ihm... Na, scheiß drauf. Nur Magieangriffe machen. Weil er halt bei jeder körperlichen Angriff immer einen Konterangriff macht. Also gehe ich mal davon aus. Shit, ich wollte noch die anderen da. Yo, kann ich auch zwischendurch heilen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also Rubellas Fähigkeit einfach auswählen. Kam hier runter. Woo! Alter. Als wäre ich nicht allein hier hochgekommen. Aber gut, nehmen wir die Truhe noch mit. Ungeschliffen das Markt. So, und jetzt bin ich hier wieder angekommen. Alles klar. Machen wir hier rüber. Oi, 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 oi. Aber man kann doch sicher... Ah, guck mal. Wusste ich's doch. Also kann man sicher da vorne auch runter. Einfach in den Pausen immer runtergehen. Heiltonikum. Wird schon in die Richtung. So, die Truhe. Ungeschliffener Saphir. So. Es weht und bläst ein starker Wind. Nach dir, mein Vater, sehnt sich dein Kind. Oh. So viel Gefühl. Ach, wusste ich doch nur. Aurora, wofür mein... Was, wofür einen Vater braucht? Der Vater bringt mich nachts ins Bett. Hält mich, wenn ich einen Albtraum hätte. Immer weiß er, was ich brauche. Er ist mein bester Freund und immer nett. Oh. Ein einziger Vater, all das tut, darin sind Väter richtig gut. Schön. Sehr schön. Ich mag das. Da werde ich richtig sentimental. Zu den Robot-Ebenen. Aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen ja erst die Quest noch machen. Wir wollen ja dem guten alten Finn helfen. Magieresistent Sternstaub. Noch weiter hoch. Boah, Alter, jetzt wird hier... Oh, guck mal da, guck mal da, guck mal her, guck mal her. Zack, Bekenntnis Nummer 6.
Mit Aug und Hand ich den Spiegel erfasse, hier wurde erstmals Künibels Tochter verbannt, Lemurias Feindin durch meine Hand, Onigos schickt sie durch diese Gasse. Hinein darf allein die Verbrecherklasse, das ist Gesetz, seit die Spalte entstand, ein verbotenes Bild außer Rand und Band, passend für jene da unten, die Masse. Diese Seite starr, bewegt sich nicht, die Entdecker suchten dort Zuversicht, wir sperrten uns aus Tradition wieder ein. Gefrorenes Abbild der Vergangenheit, fern das Geheimnis, eine Odyssee weit. Ich berührte das Glas, dann fall ich hinein. Ja. Ziemlich. Also manchmal muss ich echt gestehen, habe ich keine Ahnung, was das da bedeutet. Da muss man wirklich sich das 2-3 Mal durchlesen, um. Also damit ich persönlich, ja, also ihr seid wahrscheinlich ein bisschen intelligenter als ich und sowas, aber ich muss mir das 2-3 Mal durchlesen, damit ich halt echt checke, was jemand überhaupt gemeint ist. Alter, lass mich da! Lass mich! Da! Runter! Ich will zu der Truhe! Lass mich zu der Truhe! Okay, ich versuch's mal auf der anderen Seite. Komme ich da nicht mal hoch, oder was? Muss ich nochmal einmal komplett rum? Oh hey, geh mal her, ja. Lass mich durch. Oh, guck mal hier. Hey, ja, fast übersehen. Magieresistent Sternstab. Muss ich den Sternstab? Muss ich wahrscheinlich benutzen, ne? Ist ja wahrscheinlich im Inventar drin. Ne, hier nochmal hoch. Achso, hier kann ich jetzt einfach warten. Damit ich nicht immer gegendashen muss. Okay, so. Jetzt einmal hoch. Hoch, 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 hoch. Und hier, warte. Oh, schön. Ja, hat auch geklappt. Super. Dann wollen wir nochmal gucken. Die Sternschaft war doch wo, genau, was mir unendlich, also nicht unendlich, permanent, die Dinger gibt hier. Verteidigung. LP. LP könnte ja Rohre eigentlich geben, ne? Aber ich bin mir halt noch nicht sicher. Ah, nice. Ob ich halt noch weitere Gefährten bekomme, wo es halt passender dann ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch Propeller die einzige. Oder der einzige. Hier geht's nicht runter. Das war ja das andere Gedöns hier. Ne, hier geht's einfach nicht runter. Okay. Hui! Gut, dann gehen wir in den Brunnen. Das ist ja das nächste, was wir jetzt machen müssen. Das ist halt das Ausrufezeichen. Aber, Leute, Alter, ich dachte, ich spiele gerade mal 5 Minuten oder so. Aber die Folge ist tatsächlich echt schon wieder zu Ende. Das ist schon wieder krass, wie viel wir schon wieder in der Folge gemacht haben. War das viel? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst Like da und so. Ich werde sowieso weitermachen. Aber nur Like, mag ich schon immer schon, ne? Schadet euch nicht, schadet mir nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.